Es war sicherlich mein aufregendstes Projekt, was ich bisher gemacht habe. Es hat viel schlaflose Nächte und viel Schweiß gekostet, weil man schon ahnte, dass man sich da, wenn man es nicht gut macht, in ein Wespennest setzt. Und dass es dann am Schluss gut ausgegangen ist, hat uns sehr erleichtert. Und dass wir so eine Resonanz bekommen haben, schlicht überwältigt. Cyber in the City, künstliche Intelligenz bewegt Tübingen, ist ein Lehrforschungsprojekt, das sowohl Studierende der empirischen Kulturwissenschaft als auch dem Institut für Informatik zusammenbringt, damit wir gemeinsam mit dem Stadtmuseum eine Ausstellung machen zu dem Thema. Das Thema KI treibt jeden um und natürlich ist eine ganz, ganz große Befürchtung da bei ganz vielen Leuten in der Bevölkerung, was macht KI? Und die Befürchtung haben wir ja manchmal auch. Aber dann gibt es natürlich diffuse Ängste vor Überwachung oder vor irgendwelcher Militärforschung oder vor vielleicht Robotern, die die Welt übernehmen. Und wenn man in dem Gebiet nicht drinsteckt, ist es natürlich total schwierig abzuschätzen, was ist da überhaupt realistisch oder was ist unrealistisch. Und in Tübingen hat es rund um das Thema KI die eine oder andere Auseinandersetzung gegeben, genau mit diesen großen Fragen. Was heißt es für uns als Gesellschaft? Wo führt uns das hin? Wie beeinflusst das unser Leben, unseren Alltag? Und immer wenn das passiert, dann wird es für die empirische Kulturwissenschaft interessant. Tübingen ist ja so eine geisteswissenschaftliche Stadt und auf einmal ist die Informatik da so groß. Das trifft einfach das Selbstverständnis der Stadt nicht mehr und ihrer Bewohnerinnen auch nicht. Und da gibt es die KI-Forschung an der Uni, dann gibt es außeruniversitäre Institute wie das Max-Planck-Institut und dann gibt es natürlich noch Cyber Valley, was versucht, Industrieansiedlung voranzubringen. Und das dann kombiniert mit der Tatsache, dass Amazon auch noch hier ein Gebäude machen wollte, das hat dann einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Auf einmal fürchtete man, dass das kleine, beschauliche Tübingen jetzt irgendwie von Tech-Konzernen und neuen Technologien überrollt und aufgefressen wird. Und die Debatte erreichte dann mit dem Protest auch die Öffentlichkeit, spätestens in dem Moment, als ein Hörsaal besetzt wurde. Wir haben dann eigentlich ziemlich intensiv angefangen zu versuchen, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir haben nach Formaten gesucht, wo man mit Leuten wirklich in Kontakt kommt und auch ein Rahmen ist, der das Gespräch über eine längere Zeit irgendwie aufrechterhält. Und dann kam die Idee mit der Ausstellung. Wir waren eigentlich sofort begeistert, Feuer und Flamme geradezu, weil wir als Stadtmuseum uns eben auch als einen Ort verstehen, der relevante und aktuelle Themen auch gerne präsentiert und auch es gerne hat, wenn die hier auch so verhandelt werden. Die Ausstellung an sich folgt stark einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Das heißt, wir lassen vor allem Akteure ihre eigene Sicht erzählen. Sie beruht aber auch sehr stark auf Objekten, die wir im Feld auch durch unsere Forschungen gesammelt haben. Wir haben ein Lehrforschungsprojekt daraus gemacht, 3 Semester in der empirischen Kulturwissenschaft, 2 Semester in der Informatik und haben Studierende beider Disziplinen wirklich diese 2, 3 Semester zusammenarbeiten lassen. Und die Informatikstudierenden haben für uns ja Exponate produziert, was natürlich gigantisch war. Wir haben Akteure aus der Breite des Feldes dabei gehabt. Wir hatten auf der einen Seite die Aktivistinnen aus dem Bündnis gegen das Cyber Valley. Wir hatten aber auch WissenschaftlerInnen aus der Universität, den Max-Planck-Instituten aus dem Exzellenzcluster, die einfach mal erklärt haben, was sie da tun. Und wir hatten auch Leute aus der Stadtpolitik, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die dort noch mal erklärt haben, wie der politische Prozess auch damals abgelaufen ist. Wir hatten ein großes Begleitprogramm, also es war eher ein Ansatz von Public Engagement. Das heißt, da geht es darum, die Öffentlichkeit nicht nur zu informieren, sondern ihr tatsächlich auch Räume zu geben, in denen sie sich selbst mit dem Thema auseinandersetzen kann und artikulieren kann. Also ich glaube, das Besondere war, viele Leute einfach machen zu lassen und die Leute ernst zu nehmen. Das ist einfach mal das Wichtigste. In dem Moment, wenn man versucht, von oben herab das zu machen, geht's nicht. Diese Offenheit, die braucht es einfach. Also es muss erstmal jeder alles sagen dürfen. Diese beiden Faktoren, zum einen eben diese inhaltliche Expertise und Qualität von der Uni, also von Inhalten her, plus eben auch diese Nahbarkeit der Vermittlung, war der Grund für diesen wahnsinnigen Erfolg, weil wir hatten 40.000 Besucher und Besucherinnen. Wahnsinn. Ich glaube, was beispielhaft an diesem Projekt ist, zum einen das Bemühen, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen und auch auszuhalten, ohne die Konflikte lösen zu müssen.
Zweitens, dass es, glaube ich, gelungen ist, ein Thema, was aus der Forschung kommt, die Zivilgesellschaft aber massiv betrifft, in die Gesellschaft reinzubringen. Auch um die Menschen sprechfähig zu machen. Denn das ist ja ein großes Problem, was wir haben, dass Wissenschaft so komplex ist, dass die Debatten darüber nicht mehr stattfinden können, weil die Leute das Gefühl haben, ich verstehe gar nicht, um was es geht. Und eine Idee unserer Ausstellung war, das Thema so weit allgemeinverständlich aufzubereiten, dass die Leute das Gefühl haben, ja, dazu können und dazu dürfen wir uns auch äußern, weil es natürlich Sachen sind, die uns betreffen. Und was wir brauchen, ist Debatte.